Hallo und seid mir herzlich willkommen zurück zu Dragon Age Inquisition. Ihr Lieben, wir sind in Redcliff angekommen. Nicht, dass wir dahin wollten. Wir wollten uns dieser Wölfe annehmen, aber aus irgendeinem Grund finde ich die Dinger nicht. Und jetzt werden wir erstmal mit der Großverzauberin sprechen. Oder der Edne. Das ist, glaube ich, was wir gucken. Da sind noch die. Das machen wir später. Die Hinterlande. Problem mit den Wölfen, Kontrolle über die Hinterlande. Oh Mann, Leute. Da ist noch eine Menge zu tun. Brief einer liebenden Kriegsverweigerer, Absicherung, Wandteppiche, die Sturmküste. Ach, verflixen aber auch. Wir latschen jetzt einfach mal weiter. Da hat es allerlei Quests. Wieso komme ich an euch nicht vorbei, Mädels? Macht mal Platz. Da unten ist ein Quest, den nehmen wir auch noch mit, würde ich vorschlagen. Und ich sollte immer schön pingen. Nochmal Spindelkraut. Ja, ich weiß, Spindelkraut wächst in der Nähe von Gewässern. Mir wäre ja Blutlotus lieber, wenn ich ehrlich bin. Mit dem können wir nämlich schon was anfangen. Das Spindelkraut ist für mich noch ein bisschen Buch mit 7 Siegeln. So, wo ist mein Quest hier? Oh, Witwer. Da hinten. Da weiß ich ja schon. Meine Liebste, ich fürchte, ich werde deine Asche zum ersten Mal in all diesen Jahren nicht besuchen. Und wieder ein Elf. Komm her, wir reden mit dir. Was ist das nur für eine Welt, in der Dämonen und Banditen einen Mann davon abhalten, Blumen zum Schrein seiner Frau zu bringen? Na, ich könnte es für euch tun. Was haltet ihr davon, wenn ich an eurer Stelle Blumen zum Schrein eurer Frau bringe? Ich weiß nicht, was ich sagen soll, außer danke. Ihr seid eine Dälisch. Meine Senna und ich haben die alten Lebensweisen so gut wir konnten bewahrt. Aber ich weiß, für euch sind wir wie Kinder. Oh, ich sehe das nicht so. Ihr Schrein liegt auf einem Hügel im Westen, in der Nähe der Tafelsteine. Ich danke euch. Ich bin ziemlich sicher, da werden wir irgendwann dran vorbeistolpern. Gebt auf euch Acht. Ja. Geht in Frieden. Ja. Ach ja, ihr Lieben, was ich vielleicht sagen wollte. Viele haben geschrieben, dass sie in den Hinterlanden 10 Stunden oder so verbracht haben, bevor sie weitergemacht haben. Ihr kennt mich, ich werde wahrscheinlich 20 Stunden dort sein. Ja. Da sind Händler. Komm mal her. Spindelkraut erhalten. Da nehmen wir doch mal diesen Händler mit. Händler, wo bist du da? Oh, ein zwergischer Buchhändler. Das ist nicht schlecht. Hier an der Oberfläche riecht alles so feucht. Ja, so ist das. So, gehen wir mal gucken. Was hat denn ein Buchhändler? So, pass mal auf. Der hat allerlei. Hast du auch irgendwas Rüstungsmäßiges? Schwerere. Robuster Verteidiger Harnisch. Komm, wir kaufen da jetzt einfach mal ein bisschen was. Genau. Templerhelm, nö, brauchen wir nicht. So, und hast du vielleicht Rezepte? Ah, nichts zu verkaufen. Hast du hier was? Nee. Nee? Nee. So, was können wir verkaufen? Ich glaube, wir verkaufen mal den Plunder, oder? Schon wieder unser Inventar so voll. Bist du was? Kreaturenforschung. Also ich finde es ja ein bisschen doof, dass die Kreaturenforschung. Weiß nicht, können wir eigentlich unsere Leute anders ausrüsten? Lass mich mal kurz gucken. Rüstung. Mittelschwere Abenteurerrüstung. Kannst du das anziehen hier? Ja, komm. Nee, kannst du nicht, ne? Nur Mensch. Aber Cassandra kann das anziehen. Hä? Nur Schurke. Ach, also echt. Speerrüstung der Inquisition. Ja, irgendwann wird es mal Zeit, dass wir uns was anderes anziehen, glaube ich. Helm der freien Marschen, Helm der freien Marschen. Ich weiß auch nicht. Wir lassen es, wie es ist. Nervt ein bisschen. Vieles Zeug da.
Das ist ja schlimmer als in... Das ist ja schlimmer als in Dragon's Dogma. Da hast du dich vor Zeug auch nicht mehr zu retten gewusst. So. Jetzt gucken wir uns da noch ein bisschen um. Du willst nicht mal, dass ich es ausspreche. Ein bisschen plündern. Ah, eine Kiste. Wir sollten mit dem Magister reden. Samit, was immer Samit ist. Nur weil ihr ein Magier seid. Allem, was ich getan habe, bin ich mir nicht einmal sicher, ob ich überhaupt hier sein sollte. Es war nicht eure Schuld. Das hätte jedem von uns passieren. Da ist Connor. Das macht es nicht besser. Hey, Connor. Genau aus diesem Grund hassen uns die Leute. Aber... Lasst es einfach gut sein. Ihr wisst nicht, wovon ihr sprecht. Der Connor. Leute, Connor ist der Sohn vom Earl von Radcliffe. Den hat Martha, also unsere Wächterin, gerettet, weil er von einem Dämon beseelt war. Und er ist ein Magier. Und jetzt will ich unbedingt mit Connor sprechen. Hallo, Connor. Hey. Seid ihr Connor? Ja. Ihr habt die Geschichte gehört, nehme ich an. Ja, na klar. Es ist mir unbegreiflich, dass König Alistair dachte, Radcliffe wäre der richtige Ort für die Magier. Ich meine, ich bin hier aufgewachsen. Dachte er wirklich, die Leute hätten vergessen, was ich ihnen angetan habe? Gut, wir werden nachforschen. Erzählt mir von euren Taten, damit ihr einen Hintergrund bekommt, wenn ihr es nicht kennt. Ihr wart vor 10 Jahren für die Belagerung Radcliffes verantwortlich? Ja, das war ich. Ich bin der Junge, an dessen Händen das Blut Radcliffes klebt. Ey, das war doch wirklich nicht deine Schuld, ehrlich nicht. Aber ihr wart doch besessen, oder? Dann wart es nicht ihr, der diese Dinge getan hat. Tatsächlich nicht. Du hast ein Kind. Ich habe es dem Dämon gestattet, von mir Besitz zu ergreifen. Manchmal, wenn ich träume, erinnere ich mich an das, was geschehen ist. Ich sehe den Tod und die Zerstörung. Und ich bin dafür verantwortlich. Für alles. Ja gut, da muss man natürlich schon ganz schön schwer dran tragen, das glaube ich. Aber was will er denn machen? Er war ein Kind. Warum ist Arl Eamon nicht mehr an der Macht? Er blieb nach dem Landing in Denerim. Ich konnte ihn nicht beerben. Nicht nach dem, was geschehen war. Ja, als Magier. Also gab er den Titel an meinen Onkel Tegan weiter. Der Tegan, ja. Und warum seid ihr bei den Rebellen? Wie kam es, dass ihr euch dem Magieraufstand angeschlossen habt? Ich lebte im Turm von Ferelden, als sich die Zirkel auflösten. Ich hatte dagegen gestimmt, aber zu Anfang schien alles in Ordnung zu sein. Niemand beschwor Dämonen. Die Magier wollten sich einfach nur selbst überwachen. Doch dann kam der Magister. Und was sie in Tevinter tun, ist falsch. Wir sind Monstren. Wir müssen unter Kontrolle stehen. Wäre ich nicht gewesen, würde nicht jede Familie in diesem Dorf den Verlust eines Sohnes, einer Tochter, eines Ehepartners betrauern. Okay, und ihr seid gegen Tevinter? Dann befürwortet ihr das Bündnis mit Tevinter also nicht? Das Bündnis? So nennen sie es also. Der Magister hat meinen Onkel auf die Straße geworfen. Er verpflichtete uns zur Knechtschaft. Das hier ist meine Heimat. Radcliffe. Ferelden. Egal wie viel Böses ich auch getan habe, ich hätte Tevinter niemals hierher eingeladen. Okay, dann lasse ich euch in Ruhe. Ich muss jetzt gehen. Bitte, ihr müsst die Großverzauberin zur Vernunft bringen. Wir werden uns keine Freunde machen, indem wir uns an das Reich verkaufen. Ja, das glaube ich auch. Wir müssen einen Weg finden, um Frieden zu schließen. Okay, Tevinter ist auch so eine Geschichte, Leute. Ah, die Magister. Kann man da noch irgendwas finden? Mir wäre so, war so, als würde hätte da irgendwo Plünder gestanden. Das gucken wir uns alles irgendwann in Ruhe mal an. Jetzt werden wir aber mal gucken, dass wir hier die Großverzauberin finden. Der Buchhändler, ach, keine Lust. So. Da muss doch noch irgendwo ein Händler sein. Den gucken wir uns auch noch an. Da oben vielleicht. Hier irgendwo ein Händler. Und da, oh, da können wir wieder was in an. Da ist ein Händler, oder? Nee, ah. Wegfindungsschwierigkeiten. Hier haben wir eine Sehenswürdigkeit. Wo ist sie? Da vorne. Da werden wir da mal gleich unser Stäbchen reinstecken. Unser Banner. So, und der Händler ist da drin, oder wie? Genau, na siehste, verkaufen. Guten Tag. Hallo. Möchtet ihr vielleicht handeln? Ja, gerne. Kann ich mit dir reden? Nein. Also gut, dann handeln wir. Und hast du irgendwas Cooles? Hm. Da-da-ba-ba. Meisterhaft versteiftes Einhandheft. Gegenstand...
Selten. Dann kaufen wir es halt mal, wenn es auch nichts kostet. Man kann ja nicht wissen, zu was man es braucht. Verzierter Langbogen, verstärktes Zweihandschäft. Es sind ja, wenn ich mich richtig... Gehärteter Rundknauf. Nehmen wir auch mal. Irgendwas für den Dolch. Für den Klingenknauf. Kaufen. Gehärteter Bogengriff. Kaufen. Da hast du nix. Hast du auch nix? Räuberlangbogen. Räuberlangbogen. Ach, vielleicht sollte ich erstmal gucken. Wir haben doch einen anderen Bogen gefunden. Vielleicht sollte ich mir den erstmal angucken, bevor ich hier irgendwas Neues kaufe. Ah, okay. Gut, dann kaufen wir diesen Bogen jetzt. Warum kaufen wir ihn? Weil er besser ist. Ist doch wirklich ganz einfach, oder? Kann ich den auch schon nehmen? Voraussetzung Stufe 8. Das heißt, den kann ich bald nehmen. Delisch-Langbogen. Den kann ich jetzt schon nehmen. Beschränkung nicht Varric. Stufe 8. Ja, da sind wir ja bald aufgestiegen. Dann können wir den echt nehmen hier. Gehärteter Bogen. Ne. Ausballung. Na ja, gut, okay. Ausballung Zitter. Ne. Okay. Wo ist er? Delisch Jagdbogen. Den nehmen wir jetzt mit. Kaufen, der kostet ja auch so gut wie nichts, weil wir steigen ja bald auf. Okay, dann haben wir das erstmal. Irgendwann muss man sich mit all dem in Ruhe beschäftigen. Das ist während eines Let's Plays schwierig, Leute, sag ich euch gleich. So, wo sind wir denn? Wir sind eigentlich gar nicht weit weg von der Justine. Nicht Justine, mein Gott. Da müssen wir wahrscheinlich hoch. Ja, hallo. Jetzt reden wir erstmal. Wenn ihr das sagt. Wo bist du? Ah, zur lachenden Möwe. Hallo, hallo. Ab in die Kneipe. Jetzt bin ich mal gespannt, was die uns erzählen. Da ist ein Magister aus Tevinter. Gar nicht gut. Wenn ihr wissen wollt, wer die Magister von Tevinter sind, das sind diejenigen, die für die Entstehung der Verderbnis verantwortlich sind. Auch da kann ich auf meine Infovideos verweisen. Könnt ihr euch mal anhören, wenn ihr wollt. So, jetzt was passiert? Spannung. Hallo? Willkommen, Vertreter der Inquisition. Was führt euch nach Radcliffe? Naja, ihr habt mich eingeladen. Wir sind aufgrund eurer Einladung aus Val Royeaux hier. Ihr müsst euch irren. Das letzte Mal, dass ich in Val Royeaux war, war noch vor dem Konklave. Okay, gut, 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 gut. Irgendwas stimmt hier nicht. Nun, das ist ausgesprochen seltsam. Ich habe in Val Royeaux nämlich mit jemandem gesprochen, der genauso aussah wie ihr. Genau wie ich? Ich nehme an, da könnte Magie im Spiel gewesen sein. Aber warum sollte jemand... Nun, wer oder was auch immer euch hierher geführt hat, die Lage hat sich geändert. Ja, das sehe ich. Die freien Magier haben sich bereits dem Dienst für das Reich von Tevinter verschrieben. Nicht gut. Ein Bündnis mit Tevinter? Habt ihr denn keine Angst, dass sich ganz Cedas gegen euch wenden wird? Bei Andrastes Hintern. Ich versuche mir irgendetwas vorzustellen, was noch dümmer gewesen wäre. Aber mir fällt beim besten Willen nichts ein. Mir auch nicht. Ich verstehe, dass ihr Angst habt, aber ihr verdient etwas Besseres, als Sklaven Tevinters zu sein. Als jemand, der einem Magister verpflichtet ist, habe ich nicht länger die Autorität, mit euch zu verhandeln. Okay. Ihr ignoriert die Bresche? Genau. Was ist mit diesem riesigen Loch im Schleier, das überall Dämonen ausspuckt? Wollt ihr einfach so tun, als wäre es nicht da? Ich habe die Bresche nicht vergessen, aber wir können nicht mehrere Kriege gleichzeitig führen. Und die Bedrohung durch die Templer hatte Vorrang. Um uns mit dem zerrissenen Schleier befassen zu können, müssen wir zunächst mal überleben. Ah, da kommt jetzt die Autorität. Hallo, hallo. Bitte entschuldigt, dass ich euch nicht eher begrüßt habe. Vertreter der Inquisition, erlaubt mir, euch Magister Gereon Alexios vorzustellen. Die Magier aus dem Süden stehen unter meinem Kommando. Und ihr seid also die Überlebende, richtig?
Diejenige aus dem Nichts? Interessant. Ja, dann forschen wir mal nach. Genau, wo ist der Aal? Ich habe hier weder den Aal von Radcliffe noch einen seiner Männer gesehen. Der Aal von Radcliffe hat das Dorf verlassen. Mhm. Aal Teagan hat seine Ländereien nicht einmal verlassen, als sie während der Verderbnis unter Belagerung standen. Es kam zu wachsenden Spannungen. Ich wollte nicht, dass es zu einem Zwischenfall kommt. Ah, okay. Na gut, dann erzählt mir mal von dem Bündnis. Ich wüsste gerne mehr über dieses Bündnis zwischen den aufständischen Magiern und dem Reich. Natürlich. Was genau möchtet ihr wissen? Ja, dann lass uns mal gucken, nachforschen. Genau, wann ist es dazu gekommen? Mir ist nicht ganz klar, wann genau ihr diese Vereinbarung mit Fiona getroffen habt. Als das Konklave ausgelöscht wurde, sahen sich diese armen Seelen der Grausamkeit der Templer ausgeliefert, die sie unverzüglich angreifen wollten. Es muss göttliche Vorsehung gewesen sein, dass ich genau im rechten Moment eingetroffen bin. Der Moment war zweifelsohne äußerst passend. Gut, dann fragen wir weiter. Was hat die Winter davon? Was hat das Reich davon, die aufständischen Magier unter seine Fittiche zu nehmen? Für den Moment stellen die Magier aus dem Süden vor allem einen beträchtlichen Aufwand dar. Sobald sie jedoch entsprechend ausgebildet sind, werden sie sich unserer Legion anschließen. Mhm. Ihr sagtet nicht, alle meiner Leute müssten militärischen Dienst leisten. Es gibt unter uns Kinder und einige, die nicht geeignet. Ich bin mir sicher, eines Tages werden sie alle produktive Bürger des Reiches sein, sobald ihre Schuld abbezahlt ist. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also ist Fiona euch verpflichtet? Die Großverzauberin hat mir erzählt, sie sei einem Magister verpflichtet. Mhm. Unsere Brüder und Schwestern aus dem Süden besitzen im Reich keinen rechtlichen Status. Da sie nicht als Bürger Tevinters geboren wurden, müssen sie über einen Zeitraum von 10 Jahren dienen, bevor sie sämtliche Rechte erhalten. Und als ihr Schutzherr ist es an mir, ihren Dienst für das Reich zu überwachen. Okay, ihr seid weit weg von zu Hause. Ihr seid ziemlich weit von Tevinter entfernt, Alexius. In der Tat, das bin ich. Aber ich habe gehört, auch ihr stammt nicht aus Ferelden. Es scheint also, als wären wir hier beide Fremde. Oh Mann, Fiona, die wirkt nicht glücklich. Felix, würdest du bitte einen Schreiber rufen lassen? Oh, verzeiht meine Manieren. Meine Freunde, das ist mein Sohn Felix. Hi Felix. Es überrascht mich nicht, dass ihr hier seid. Die Eindämmung der Bresche ist eine Aufgabe, die nur wenige in Angriff nehmen können. Mhm. Niemand kann sagen, wie viele Magier dafür nötig wären. Es ist ein ehrgeiziges Unterfangen. Ja, wir sind eben ambitioniert. Nun ja, wenn man einen gewaltigen Riss am Himmel bekämpft, kann man es sich kaum leisten, bescheiden zu denken. Nun, dann werden wir... Ja, was werdet ihr? Na, Felix? So was mit dem Bein, Freund? Oh, Felix! Felix? Es tut mir so leid. Bitte verzeiht mir meine Ungeschicklichkeit, my lady. Ist alles in Ordnung? Es geht mir gut, Vater. Was ist mit dir? Na komm, holen wir dir deine Arzneien. Oh, krank. Wenn ihr mich bitte entschuldigen würdet, meine Freunde, wir müssen unsere Unterhaltung ein andermal fortsetzen. Fiona, ich brauche im Schloss eure Hilfe. Oh, scheiße, Fiona. Es war nicht meine Absicht, allen derartige Umstände zu bereiten. Was ist mit dir, Felix? Ich lasse der Inquisition eine Nachricht zukommen. Wir werden diese Angelegenheit ein andermal klären. Also, Erin sieht einfach toll aus, ehrlich. Ein Zettelchen von Kommt Felix. Kommt in die Kirche. Ihr seid in Gefahr. Okay. Dann gehen wir in die Kirche. Oh, wie geheimnisvoll. Wir sollten dem nachgehen, definitiv. Wir werden vorsichtig sein, aber wir müssen herausfinden, was hier vor sich geht. Mhm, sehe ich auch so. Fiona, bist du noch da? Nein, du bist Lena. Dann spreche ich mit dir. Wir brauchen euresgleichen hier nicht. Eure Inquisition ist auch nur ein anderer Name für die Templer. Wir forschen nach. Erzählt mir von euch. Wer seid ihr? Linnea. Einfach nur Linnea.
Und fragt mich nicht, aus welchem Turm des Zirkels ich komme, denn das liegt hinter uns. Wir alle sind jetzt freie Magier. Und guck mal, was die gute Cassandra da macht. Also ich finde diese lustigen kleinen Bugs wirklich nett. Ihr würdet euch lieber Tevinter unterwerfen, als euch der Inquisition anzuschließen? Ihr Kirchendiener denkt doch alle dasselbe. Dass das Reich ein gewaltiges Übel ist, von dem man sich fernhalten muss. Dabei geht es nur darum, dass dort Magier herrschen. Niemand will, dass wir uns ihr Leben ansehen und sagen, die Magier dort sind frei und die Welt ist trotzdem nicht untergegangen. Genau, die Inquisition ist anders, weil schließlich bin ich ja keine Kirchenfrau. Warum glauben nur alle, wir wären Teil der Kirche? Ja, genau. Wir haben der Kirche den Rücken gekehrt. Sie hasst uns. Natürlich. Und ich bin die Kaiserin von Orlais. Oh Mann. Wenn ich was Linnea, müsste man die irgendwie aus Dragon Age 2 kennen? Ich denke fast. Okay. Da geht's lustig zu. Und Clemens, wie denkst du? Magister Alexius schätzt jene nicht, die ohne Magie sind, so wie ihr und ich. Ihr solltet nicht allzu lange bleiben. Viele sind schon geflohen, um seinem Zorn zu entgehen. Wir forschen nach. Wie lange sind die Tevinteraner schon hier? Magister Alexius ist bei Anbruch der Nacht eingetroffen, 2 Tage nach unserem Rückzug vom Tempel der Heiligen Asche. Abgesehen von jenen, die er als Diener brauchte, zwang er jeden ohne magische Fähigkeiten, das Schloss zu verlassen. Selbst der Arm wurde fortgeschickt. Was hat der Magister gegen euch? Er wird nicht gerne daran erinnert, was aus Magiern werden kann. Er sagt, alle Besänftigten müssten Radcliffe verlassen, aber wer würde uns willkommen heißen? Ach, ihr seid ein Besänftigter? Ihr seid einer der Besänftigten? Ja, meine magische Begabung war unzureichend, um mich vor Dämonen zu schützen. Um nicht zu riskieren, dass ich besessen werde, hat der Zirkel meine Verbindung zum Nichts getrennt. Meine Magie ist fort, ebenso wie meine Träume und Wünsche. Jene, die sich nun in Radcliffe aufhalten, ziehen es vor, uns nicht zu Gesicht zu bekommen. Okay. Nun denn, lebt wohl. Einen Moment bitte. Ihr gehört der Inquisition an, nicht wahr? Ja. Ich bin Alchemist. Ihr braucht doch gewiss Tränke. Ah! Wenn mich der Magister hier nicht haben will, kann ich vielleicht euch meine Dienste... Ja, natürlich! Anbieten. Bitte schließt euch uns an, endlich Tränke, her damit! Es wäre uns eine Freude, ja, wenn ihr für die Inquisition arbeiten würdet. Habt Dank. Solange man lebt, ist es gut, daran glauben zu können, dass die eigenen Fähigkeiten noch von Nutzen sind. Ja, wunderbar, Clemens. Sehr schön. Freut mich. So. Linnea, da ist noch jemand. Auch mit dem sprechen wir. Wie siehst du das Ganze? Die Inquisition, ha? Bei der heiligen Andraste, ich wünschte, ihr wärt früher gekommen. Von diesen Tevinteranern kriege ich immer so ein fieses Jucken in den Schulterblättern. Auch schön. So, erzählt mir von euch, Freund. Wer seid ihr? Mein Name ist Telvin. Vormals aus dem Zirkel der Magie in Hosbrink. Ich war dort, seit mit 10 Jahren die Magie in mir erwacht ist. Ich hatte 3 Mahlzeiten am Tag, eine erstklassige Ausbildung und ein Dach über dem Kopf. Solange man keine Dämonen beschwört, lässt es sich in einem Magierturm wirklich gut leben. Also das ist wirklich scheiße abgemischt, Leute, ehrlich. Also im Ingame meine ich. Wenn ihr im Zirkel glücklich wart, warum seid ihr dann hier bei den Aufständischen? Wir sind jetzt alle Aufständische. Dafür hat die Abstimmung gesorgt. Die Mehrheit wollte die Zirkel auflösen. Wir anderen sind entweder mit ihnen gegangen oder wurden fortgeschickt. Ich dachte, mit meinen Magierkollegen wäre ich besser dran als auf mich allein gestellt. Wir forschen weiter. Ihr mögt Tevinter nicht? Ne, erzähl mir erstmal von dem Bündnis. Wie kam es dazu, dass sich die Großverzauberin auf eine Zusammenarbeit mit Tevinter eingelassen hat? Wahrscheinlich ist sie gezwungen worden. Wir bereiteten uns gerade auf den Angriff der Templer vor, als wir urplötzlich einen Magister als Verbündeten hatten. Es war eine glückliche Fügung, die uns einen Vorteil verschaffte. In gewisser Weise. Aber wir kamen vom Regen in die Traufe. Mhm. Ihr mögt Tevinter nicht? Ihr seid über dieses neue Bündnis nicht glücklich. Irgendetwas stimmt nicht mit diesen Kerlen. Sie sind nicht wie wir. Magie hin oder her. Ich umgebe mich lieber mit anständigen Leuten, als mit Magistern gemeinsame Sachen zu machen. Dann kommt zu uns. Schade, okay. Lebt wohl. Ihr solltet vorsichtig sein.
Die Tevinteraner sind vermutlich nicht glücklich darüber, dass ihr hier Fragen stellt. Ja, das glaube ich auch. So. Gut. Dann kann man ja noch da hoch, Magier. Und gucken wir uns erstmal da oben noch kurz um und dann gehen wir in die Kirche. Und das soll es dann auch für heute gewesen sein. Ich möchte wissen, was Felix uns erzählt. Und ich habe ja Hoffnung, dass wir einen neuen Gefährten hier finden werden. Oh, die Ruhe ist wirklich schön. Also in-game ist das ganz schlecht abgemischt, Leute. Auflösung, ach ja, die Auflösung von irgendeinem Zirkel wahrscheinlich. Lesen. Wir waren so lange blind. Da wird ordentlich geredet. Seher und das... Oh Gott. Mir geht's ja so, dass ich all das gerne lesen würde. Aber... Warte mal, war da noch was? Nein, okay. Dann gehen wir wieder runter. Was? Nein. Scannen hier nochmal. Ihr habt mir ja gesagt, dass es, wenn man was findet, eben diesen Ping macht. So. Und jetzt gehen wir zur Kirche. Wo ist die Kirche? Werden wir gleich gucken, wo die Kirche ist. Das wird schon wieder eine lange Folge, aber egal. Solas. Cassandra, mir ist bewusst, dass es unser oberstes Ziel sein muss. Bla bla bla. Schade. So. Das ging jetzt etwas schneller. Also da bräuchte ich doch das Schwarz eigentlich nicht. Da könnten sie mir doch noch so ein bisschen... Klingt das schon wieder nach Cutscene? Der Erbauer stehe euch bei. Der Erbauer stehe mir bei. Was haben wir hier? Das... Ein Tevinter-Magister namens Alexius hat auf eine Einladung des Schloss Redcliffe aber erst verlangt sein Sohn. Genau da gehen wir jetzt hin. So. Und zwar stand der Pete, wir lassen uns gar nicht aufhalten. Hüpf. Irgendwo muss doch diese Kirche sein. Oh, ehrwürdige Mutter. Es heißt, Andraste habe euch gesandt, um die Welt zu retten. Na. Wenn es hilft, Leben zu retten und Frieden zu schaffen, werde ich die Erste sein, die daran glaubt. Ja, ich werde tun, was ich kann. Ich versuche es. Und ich hoffe, ich enttäusche euch nicht. Das hoffe ich auch. Wir forschen nach. Seid ihr hier ganz allein? Ich kann im Dorf keine anderen Priester sehen. Wo sind denn alle? Ich habe schon welche gesehen. Der Magister ließ die anderen hinausbegleiten zu ihrer eigenen Sicherheit. Doch ich weigerte mich. Er wird mich schon rauswerfen müssen. Da hinten? Bis dahin kümmere ich mich um meine Schäfchen. Gut, wir forschen weiter nach. Unterstützt ihr die Magier? Arbeitet ihr für die aufständischen Magier? Magier sind nicht weniger die Kinder des Erbauers als der Rest von uns. Da hast du recht. Sie plagen sich ebenso mit Glaubensfragen wie jeder andere auch. Unterstützt ihr das Bündnis? Was haltet ihr davon, dass die Magier mit Tevinter zusammenarbeiten? Das Reich hat Andraste verbrannt. Und wir haben seitdem 4 erhabene Märsche gegen die Tevinteraner ausgerufen. Bei all diesen Märschen war es jedoch so, dass sie noch immer an den Erbauer geglaubt haben. Wenn ich jetzt von ihm spreche, lachen die Magister nur. Irgendetwas ist geschehen und ich fürchte mich davor herauszufinden, was es sein könnte. Okay, lebt wohl. Ich überlasse euch dann wieder euren Aufgaben. Der Erbauer gebe euch Kraft, mein Kind. Triff dich mit Felix in der Kirche. Ja, genau dahin sind wir unterwegs. Was haben wir denn hier noch? Schwester Tanner? Komm, mit dir reden wir auch noch. Ich bin Schwester Tanner. Kann ich euch vielleicht helfen? Gehört ihr der Kirche an? Seid ihr eine Schwester der Kirche? Eher nicht. Nur eine Laienschwester. Mhm. Ich arbeite hier, um den Armen zu helfen und die Güte des Erbauers zu jenen zu bringen, die ihrer bedürfen. Es gibt viel zu tun, vor allem in Zeiten wie diesen. Doch lasst es mich bitte wissen, falls ich euch jemals behilflich sein kann. Aha, ich weiß, dass ihr schmuggelt. Ich habe den Brief gefunden, den ihr einem Templer namens Corrin geschickt hattet. Was? Verdammt. Ja, blöd, ne? Ihr könnt nichts beweisen. Und ein Brief von einem abtrünnigen Templer wird niemanden interessieren. Also, was gedenkt ihr zu tun? Wir machen mal Besonderes. Bei uns seid ihr best... Oh, warte mal. Wir fragen... Varric. Welchen Anteil bekommt ihr? Werdet ihr beschützt? Ich sehe hier auffallend wenige Wachen. Für mich sieht es so aus, als wärt ihr auf euch allein gestellt. Also solltet ihr euch vielleicht nach einem neuen Auftraggeber... Ja, guter Mann. Ist das euer Ernst? Mhm. Die mächtige, erhabene Inquisition braucht Schmuggler? Na klar. Na schön, ich bin dabei.
Es sieht aus, als wäre die Inquisition dieser Tage die beste Option. Gut. Cassandra, auch wenn du das nicht magst, ich finde das gut. Yeah, komm. Schmuggler kann man brauchen, das ist wichtig. Wir brauchen Zeugs. Definitiv. Und ich bin ja Emissär gewonnen. So, jetzt aber schnell in die Kirche. Ich will wissen, was Felix uns zu berichten hat. Dorfkirche von Radcliffe. Auch die kennen wir aus Origins. Da hatten sich ja die ganzen Radcliffer verschanzt, als die Untoten angriffen in der Nacht. Ja, mit den Sternbildern, da müssen wir uns auch nochmal drum kümmern. Weil mittlerweile bin ich davon überzeugt, dass wenn wir so ein Ding machen, es uns nur zeigt, wo weitere sind. Diese Astrarien. So, jetzt bin ich mal sehr gespannt. Ah ja, ich wusste es. Ja, schön, neuer Gefährte. Seid ihr endlich. Könnt ihr mir nun bitte helfen, dieses Ding zu schließen? Ach, du hast einen... Da, schau mal eine an. Ja, dann fangen wir mal an, das zu schließen. Kann ich denn schon stören? Ich kann schon stören. Wo ist meine Maus? Ja, wir stören. Und dann machen wir mal... Ja. Wo sind noch welche? Wo sind denn noch welche? Da ist noch einer. Komm her. Schämen. Kann ich schon wieder stören? Komm. Und schön. Ja. So. Und dann schießen wir mal weiter hier. Könnt ihr bitte mal helfen, das zu stören? Na, der ist lustig. So, wo ist denn der Schämen? Komm mal her, Schämen. Ja, komm. So, lass. Du bist da irgendwie, ich weiß auch nicht. So, und dann schließen wir jetzt den nicht. Den Grip, den... Komm her, auf. Schließen, yes. Ah. Hallo, mein Lieber. Schön, dich zu sehen. Ein neuer Gefährte. Wurde auch Zeit? Faszinierend. Wie genau funktioniert das? Ich habe keine Ahnung. Ihr wisst es nicht einmal, richtig? Ja. Ihr wackelt einfach mit den Fingern und zack, der Riss schließt sich. So ist das. Wer seid ihr? Oh, ich habe wieder den zweiten Schritt vor dem ersten gemacht. Dorian aus dem Hause Parvis, zuletzt wohnhaft in Minrathis. Wie geht es euch? Noch ein Tevinteraner. Nehmt euch vor ihm in Acht. Ach, Cassandra. Ihr habt ziemlich misstrauische Freunde. Ja. Magister Alexius war einst mein Mentor, sodass ich meine Hilfe als äußerst nützlich erweisen dürfte, wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt. Wir forschen nach. Ihr seid ein Magister? Seid ihr ein Magister? Na schön, hört zu. Ich erkläre euch das nur einmal. Ich bin ein Magier aus Tevinter, aber kein Mitglied des Magisteriums. Ich weiß, ihr Südländer verwendet diese Begriffe bedeutungsgleich, aber dadurch klingt ihr nur wie Barbaren. Herrgott, ich bin Elfe, mich interessiert doch euer ganzer Scheiß eigentlich überhaupt gar nicht, ehrlich. Und wo ist jetzt Felix? Ich hatte erwartet, Felix hier anzutreffen. Mhm. Er ist bestimmt schon unterwegs. Er sollte euch die Nachricht geben und sich dann hier mit uns treffen, sobald er seinen Vater losgeworden ist. Stimmt mit Felix was nicht? Alexius konnte Felix gar nicht schnell genug zu Hilfe eilen, als er seinen Schwächeanfall vorgetäuscht hat. Ist mit ihm irgendetwas nicht in Ordnung? Er kränkelt schon seit Monaten. Aber Felix ist ein Einzelkind und Alexius wacht vermutlich einfach wie eine Glucke über ihn. Okay. War dann die Nachricht von euch? Dann seid ihr derjenige, der diese Nachricht geschickt hat. Mhm. So ist es. Irgendjemand musste euch ja schließlich warnen. Wovor? Hört zu. Ihr wisst vermutlich, dass euch Gefahr droht. Das dürfte selbst ohne meine Nachricht offensichtlich sein. Ja. Fangen wir damit an, dass Alexius euch die Loyalität der aufständischen Magier vor der Nase weggeschnappt hat. Mhm. Und zwar wie durch Magie, nicht wahr? Was es auch genau trifft, Alexius hat die Zeit manipuliert, um vor der Inquisition in Radcliffe zu sein. Okay, das klingt nicht gut. Um vor mir hier zu sein? Er hat es so eingerichtet, dass er direkt nach dem Tod der Göttlichen hier sein konnte? Ihr begreift schnell. Mhm. Sofern es die Wahrheit ist, wäre das überaus faszinierend. Und mit ziemlicher Sicherheit auch gefährlich. Und was ist mit dem Riss, den ihr hier geschlossen habt? Er hat die Zeit in seiner Nähe verzerrt. Ja. Einiges wurde beschleunigt, anderes verlangsamt.
Es wird schon bald noch mehr davon geben und sie werden immer weiter von Radcliffe entfernt auftauchen. Oh Mann. Die Magie, die Alexius einsetzt, ist derart instabil, dass sie die Welt aus den Fugen geraten lässt. Und, habt ihr Beweise? Ich hätte gerne mehr Beweise als nur eure Aussage, es ist magische Zeitkontrolle, glaubt mir. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe ihm geholfen, diese Art von Magie zu entwickeln. Aha. Als ich noch sein Schüler war, war das alles reine Theorie. Alexius hat es nie geschafft, sie in die Realität umzusetzen. Was ich nicht verstehe, ist, welches Ziel er damit verfolgt. Er reißt doch die Zeit nicht in Stücke, nur um ein paar hundert Lakaien zu erhalten. Eher nicht. Es ging ihm nicht um sie. Du hast dir ja ganz schön viel Zeit gelassen. Wird er etwa misstrauisch? Nein, aber ich hätte nicht meine Krankheit vorschieben sollen. Ich dachte schon, er würde mich den ganzen Tag lang umsorgen. Mein Vater hat sich einem Kult angeschlossen. Sie nennen sich selbst Venatori. Und eines kann ich euch sagen. Was auch immer er für sie getan hat, geschah nur, weil er an euch herankommen wollte. Ja, Leute. Ich glaube, dass ich hier jetzt ganz böse einen Cliffhanger mache, weil wir schon wieder ewig spielen. Und ich hoffe, ihr verzeiht's mir. Wir machen morgen weiter. Jetzt aber bedanke ich mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüss.